Computergenealogie. Was wir sammeln, sind wirkliche Menschen. Zum Beispiel Adressbücher, wie Menschen gewohnt haben, ja, in gemeinsamen Erfassungsprojekten, ja, wo eine Community aus Bürgerwissenschaftlern, muss nicht groß sein, hier vielleicht 8 Leute, ja, zusammen Einträge aus Adressbüchern erfassen. Ja, Adressbücher sind historische Quellen und sie werfen Fragen auf und sie bieten Herausforderungen. Hier, Spenrath, die Baumstraße, Familie Bär, da sind Pliesterer, ja, 1906. Die Daten sind erfasst. Ja. Was ist ein Pliesterer? Ja? Gibt es eigentlich für Berufe? Gibt es eigentlich Normdaten? Kann man das standardisieren? Müsste man da vielleicht ein bisschen tiefer gehen? Und was ist Spenrath? OpenStreetMap sagt das. Historische Messtischblätter sagen das. Was ist passiert? Geschichte bedeutet Veränderung. Ja, das ist passiert. Das ist passiert. Garzweiler 2. Das war Spenrath. Das ist Spenrath. Das wird Spenrath sein. Historische Daten werfen Fragen auf. Ich bin gespannt, was ihr daraus macht.